Jo Leute, was geht's denn beim Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich halte hier in meiner Hand das neue iPhone 12 Pro Max, tada! Und zwar ist das nicht irgendein iPhone 12 Pro Max, sondern es ist das US-Modell aus Nordamerika. Und das, obwohl ich hier gerade in Japan bin, ich filme hier aus meinen vier Wänden in Tokio. Und darum geht es in diesem heutigen Video, warum ich niemals nie ein iPhone in Japan kaufen würde. Ich erkläre euch auch, warum es das US-Modell geworden ist und nicht zum Beispiel irgendwie das deutsche Modell oder so. Und ich erkläre euch auch, wie ich überhaupt an das US-Modell gekommen bin. Denn es ist jetzt gerade Januar 2021, das heißt, internationale Reisen sind noch nicht so wirklich möglich. Ab geht's! Übrigens nur zur Sicherheit gleich vorneweg, das hier ist kein Unboxing oder Review oder so, es geht wirklich nur um den Grund, warum ich in Japan kein iPhone kaufe. Übrigens, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, dann herzlich willkommen bei den Tokyo Maniacs. Ich bin Semper von den Tokyo Maniacs, lebe und arbeite schon seit vielen Jahren in Tokio, bin Softwareentwickler in IT unterwegs und ich liefere euch regelmäßig meine Erfahrungen als Ausländer in Japan und Travel-Vlogs aus Japan. Also falls euch sowas interessiert, dann lasst gerne ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Und falls ihr schon länger dabei seid, dann herzlich willkommen zurück. Also es ist immer wieder schön, euch wieder dabei zu haben. Okay, ab geht's. Fangen wir erstmal an mit dem Warum und das hängt zusammen mit dem Kamera-Shutter-Sound. Ne? Also ihr kennt es, wenn ihr jetzt hier mit dem Handy ein Foto schießt, dann habt ihr da diesen wunderschönen Kamera-Shutter-Sound drin, dieses Kascha-Klicken. Und wer das blöd findet, ne, der kann hier am Rand natürlich, also im Falle vom iPhone ist das ja hier am Rand der Schalter, den kann man dann umlegen und das Handy auf Mute stellen und dann ist der Kamera-Shutter-Sound weg. Und da ist auch schon das Problem, denn in Japan kannst du dein Handy so stumm schalten, wie du willst. Der Kamera-Shutter-Sound ist immer da, den kriegst du nicht weg. Punkt. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Android-Handys und iPhones. Bei Android ist es so, egal wo du das Android-Handy kaufst, es hängt von der SIM-Karte ab. Das bedeutet, wenn du in dein Android-Handy eine japanische SIM reinhaust, dann hast du den Shutter-Sound drinne, auch wenn du das Handy auf lautlos stellst. Bei iPhones hingegen ist es quasi ins Gerät eingebrannt. Das heißt, wenn ihr in Japan ein iPhone kauft, dann habt ihr immer den Shutter-Sound drinne, egal was für eine SIM-Karte ihr reinhaut. Und wenn ihr im Ausland ein iPhone kauft, dann könnt ihr das eben auch in Japan stumm schalten, auch wenn eine japanische SIM-Karte drin ist. Sprich, beim Android-Handy ist es also davon abhängig, ob eine japanische SIM-Karte drin ist oder nicht, ob der Shutter-Sound jetzt erklingt oder nicht. Und beim iPhone ist es fest ins Gerät eingebrannt. Japanisches iPhone hat immer den Shutter-Sound. Ja, und das ist im Prinzip auch schon der Grund, warum ich in Japan kein iPhone kaufe, denn wer hier schon länger dabei ist, der weiß, ich bin ein geräuschempfindlicher Mensch und dieser Kamera-Shutter-Sound, der geht mir einfach auf den Keks und weil ich den nicht haben will, kaufe ich in Japan kein iPhone. Es stört mich nicht so sehr bei anderen, wenn die ihren Kamera-Shutter-Sound anhaben und in Japan ist das eh nicht so schlimm, weil da sowieso alle Handys den Shutter-Sound haben, aber ich will halt bei meinem Handy, ne, wenn ich selbst Fotos schieße, will ich dieses Kascha einfach nicht drin haben und deswegen kaufe ich kein japanisches iPhone. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum überhaupt ist in Japan der Shutter-Sound drin, wo kommt das her? Ja, das ist eine unschöne Geschichte. Anscheinend gibt es in Japan das Problem von heimlichem, perversen Fotografieren. Also zum Beispiel ne, in der vollen Bahn einfach mal so heimlich der Dame nebendran unter den Rock fotografieren etc. Das scheint wohl so ein Problem in Japan gewesen zu sein, geworden zu sein, dass man gesagt hat, ja okay, um das halt zu verhindern, hauen wir in alle Handys einfach den Kamera-Shutter-Sound rein, dann würde sowas nämlich auffallen und das ist quasi unsere Gegenmaßnahme oder eine Gegenmaßnahme gegen dieses perverse heimliche Abfotografieren. Und naja, also wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, ich finde natürlich die Intention sehr sinnvoll. Und sehr löblich. Natürlich will man perverse Fotografie verhindern, das geht halt mal gar nicht. Das Problem ist aber natürlich, es ist letztendlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, die solche perversen Fotos schießt. Und ob man jetzt wegen ein paar Perversen der gesamten Bevölkerung den Shutter-Sound aufzwingen muss, ich weiß nicht. Vor allem das Problem ist halt auch, ne, wenn jemand perverse Fotos unter den Rock oder so schießen will, dann gibt es da immer irgendwelche Möglichkeiten. Dann kann man sich vielleicht irgendwelche Dritthersteller-Apps reinhauen, die den Kamera-Shutter-Sound unterdrücken oder man jailbreakt oder rootet sein Handy oder weiß der Geier. Also es gibt halt immer irgendwelche Möglichkeiten. Deswegen habe ich so meine Zweifel, wie effektiv das so ist. Aber schreibt mir da auch gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. Haltet ihr das für sinnvoll? Was haltet ihr davon? Ja, lasst es mich gerne wissen. Und das Ganze ist übrigens keine gesetzliche Verpflichtung. Also irgendwie ein Handy ohne Shutter-Sound ist jetzt nicht illegal in Japan. Und es kommt wohl von den Mobilfunkherstellern. Die haben eben die Initiative ergriffen und gesagt, okay, wir brauchen den Shutter-Sound in den Kameras. Und haben dann von den Geräteherstellern, von den Handyherstellern verlangt,
den Kamera-Shutter-Sound einzubauen und die sind dem einfach nachgekommen und haben das gemacht. Das heißt, theoretisch könnte ein Gerätehersteller jetzt natürlich in Japan hergehen und sagen, okay, wir bringen ein Handy ohne Shutter-Sound auf den Markt, aber wahrscheinlich gibt es dann schlechte Presse, keine Ahnung. Also, langer Rede, kurzer Sinn, die Handyhersteller halten sich da einfach dran und machen den Shutter-Sound rein in Japan. Meines Wissens nach ist das übrigens in Japan und in Korea, also in Südkorea der Fall, dass der Shutter-Sound immer drin ist. Von anderen Ländern wäre mir das nicht bekannt, aber falls ich da irgendein Land noch nicht auf dem Schirm habe, wo das auch der Fall sein sollte, lasst es mich auch gerne wissen in den Kommentaren. Kommen wir nochmal kurz auf den Grund zu sprechen, warum ich das so hasse. Also ich meine, wie gesagt, ich bin ein geräuschempfindlicher Mensch, das heißt, ich mag es einfach nicht, wenn mein Handy einfach kascha macht beim Fotografieren und ich will vor allen Dingen auch nicht andere Leute stören mit irgendwelchen Geräuschen, wenn ich Fotos schieße. Und das zweite Problem ist halt auch, ich glaube, es fehlt so das gegenseitige Verständnis im Sinne von Japaner wissen nicht, dass im Ausland der Shutter-Sound ausgestellt werden kann. Also wenn ich Japanern erzähle, ich kaufe mein Handy im Ausland, damit der Shutter-Sound weg ist, dann sagen die mir häufig, ach, ich wusste ja gar nicht, dass das da dann ausstellbar ist, dass das nur in Japan so ist, das wusste ich gar nicht. Während wenn ich jetzt zum Beispiel ein japanisches iPhone habe und ich gehe damit nach Deutschland und schieße Fotos, dann ist halt der Shutter-Sound drin. Und dann werde ich vielleicht blöd angeguckt, hier, Alter, warum stellst du deinen Shutter-Sound nicht aus? Geht halt nicht. Und das weiß man halt wiederum in Deutschland nicht, dass japanische Handys den Shutter-Sound einfach eingebrannt haben und dass der nicht ausstellbar ist. So, kommen wir zum nächsten Punkt, zu dem Wie. Wie habe ich das iPhone aus den USA hierher bekommen im Jahre 2021, wo man noch nicht international reisen kann? Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Eine amerikanische Freundin von mir, die auch hier in Tokio lebt und arbeitet, die ist über Weihnachten knallhart rübergeflogen in die USA. Die hat gemeint, ja, ich will meine Familie treffen, also ist die ab in die USA. Und dann habe ich gedacht, na, hier habe ich sie mal gefragt, nur du, wenn du so in die USA fliegst, kannst du mir da nicht mal so ein iPhone mitbringen? Onegaishimasu, bitte, bitte. Dann hat sie gemeint, okay. Und so hat das dann funktioniert. Das heißt, ich habe dann im amerikanischen Apple Online Shop das iPhone gekauft und zu ihrer Familienadresse in den USA schicken lassen. Dort hat sie das dann in Empfang genommen und mir dann letztendlich mit nach Japan mitgebracht. Übrigens, wen es interessiert, in den USA ist im Moment so ein bisschen gefährlich mit dem C-Gerät und der Anzahl der Infizierten und so weiter. Deswegen, sie hat auch gesagt, sie ist nicht aus dem Haus gegangen, sie war einfach nur bei ihrer Familie daheim und sie hat dann auch vor Rückreise nach Japan innerhalb von 72 Stunden den Corona-Test gemacht, war negativ, ist dann nach Japan geflogen, hier wieder am Flughafen den Test gemacht, war negativ und dann darf man ja hier in Japan nicht die öffentlichen benutzen, wenn man heimfährt vom Flughafen. Da gibt es dann irgendwelche Spezialtaxis für solche Fälle, da hat sie dann glaube ich fast 100 Euro bezahlt für dieses Spezialtaxi, was sie dann nach Hause kutschiert hat, dann war sie 2 Wochen in Quarantäne und dann hat das alles geklappt und jetzt ist alles vorbei und alles gut und ich habe jetzt das iPhone in den Händen, also hat alles gut geklappt. Deswegen an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Freundin, dass sie quasi mir das iPhone von drüben mitgebracht hat. Ja, und als ich mir das alles angehört habe, ne, dieser ganze Stress, das hat mich wieder darin bestätigt, ne, warum ich halt dieses Jahr nicht zu Weihnachten rübergeflogen bin. Da habe ich ja ein Video gemacht, das könnt ihr gerne nochmal anschauen, denn mir wäre das einfach zu viel Action gewesen, zu viel Stress, das alles durchzulaufen. So, last but not least, warum jetzt das US-Modell und nicht zum Beispiel das deutsche oder so? Also eine andere deutsche Freundin von mir, die ist über Weihnachten auch nach Deutschland geflogen in die Heimat. Die hätte ich wahrscheinlich auch fragen können, das mir in Deutschland zu besorgen. Warum jetzt also das amerikanische Modell? Die Antwort ist ganz einfach, der Preis. Und ich schlüssel euch das mal hier so ein bisschen auf. Das iPhone 12 Pro Max hier in der Ausstattung 256 GB, wie ich es hier habe, das kostet in den USA vor Steuern 1.199 US-Dollar. So, in den USA ist es jetzt so, die Mehrwertsteuer hängt vom Ort ab. Also je nach Ort und Staat und weiß der Geier unterscheidet sich das. So, und da wo das Elternhaus ist, der Freundin in den USA, da hat es gekostet an Mehrwertsteuer 87,58 US-Cent, womit wir bei einem Gesamtpreis sind von 1.286,58 US-Cent. Da kamen dann übrigens noch 9 Dollar Kosten für die Expresszustellung drauf, aber die lasse ich jetzt mal hier außen vor. Und wenn ich jetzt diese ca. 1.286 Dollar umrechne in Euro, dann sind das 1.060,48 €. Also Wechselkurs ist jetzt Stand Mitte Januar 2021. Ja, also 1.000 Euro noch was, nicht ganz günstig, ne? Aber gehen wir mal weiter und vergleichen wir das mal mit den anderen Ländern. Wenn ich das gleiche iPhone, ne, iPhone 12 Pro Max 256 GB in der gleichen Ausstattung so hier in Japan gekauft hätte, ich meine gut, dann hätte ich natürlich zum einen den Shutter-Sound wieder drin, aber dann hätte mich das gekostet hier in Japan 141.680 japanische Yen.
Und das wiederum umgerechnet in Euro sind 1.126,48 €. Das heißt, man sieht hier schon, das ist gleich mal 66 Euro teurer als in den USA. Und jetzt kommt's aber, warum nicht Deutschland? Ne, jetzt kommt der Hammer. Wenn ich wiederum das gleiche iPhone, der 12 Pro Max 256 GB in der Ausstattung in Deutschland gekauft hätte, würde das kosten 1.369 €. Und ihr seht hier sofort, allein schon verglichen mit dem japanischen Preis bin ich ca. 240 € drüber. Und wenn ich dann den deutschen Preis mit dem US-Preis vergleiche, dann würde ich in Deutschland über 300 € mehr bezahlen als in den USA. Und ich meine, bei 1.000 € macht es ja sogar fast ein Drittel des Preises an Unterschied aus. Also der Unterschied ist krass, deswegen lohnt es sich einfach finanziell das Ding in den USA zu kaufen. Und deswegen habe ich mir halt auch gesagt, ne, für mich als Deutschen in Japan ist es halt nicht so trivial, immer ein iPhone aus den USA herzubekommen. Deswegen nutze ich einfach immer die Gelegenheit, wenn ich das neueste iPhone aus den USA kriegen kann, dann hole ich es mir einfach, weil die Anzahl an Gelegenheiten natürlich begrenzt ist und gerade jetzt natürlich mit der Pandemie weltweit. So, zu guter Letzt noch eine kleine Bonusinfo. Es gibt neben dem Shutter Sound auch einen klitzekleinen technischen Unterschied, je nachdem, wo ihr das Handy kauft und bei welchem Mobilfunkanbieter. Denn je nachdem, wo ihr das kauft, gibt es kleine Unterschiede in den unterstützten Mobilfunkfrequenzbändern. So, was heißt das? Wenn ihr jetzt zum Beispiel 4G LTE habt oder auch bei 5G gilt das Gleiche, das ist jeweils immer so eine Liste an Frequenzbändern, die der Standard unterstützt. Und je nachdem, wo ihr das iPhone kauft, wenn ihr es zum Beispiel in den USA kauft, dann kann es sein, dass da ein paar Frequenzbänder unterstützt werden, was weiß ich, so und so viel Hertz oder Mega oder Gigahertz, dass bestimmte Frequenzbänder unterstützt werden, die dann in Japan nicht unterstützt werden. Oder wenn ihr ein iPhone in Japan kauft, unterstützt es vielleicht ein paar Frequenzbänder, die es in Japan gibt, aber in den USA nicht. Das heißt, da kann es kleine Unterschiede geben. Und das heißt wiederum, theoretisch, in der Praxis kann ein japanisches iPhone vielleicht besseren Empfang haben oder schneller sein in Japan als ein amerikanisches iPhone in Japan. Ich sage aber bewusst theoretisch, denn die meisten Frequenzbänder, also die unterstützenden Frequenzbänder, überschneiden sich. Das heißt, auch wenn ihr ein iPhone in den USA kauft, könnt ihr das problemlos in Japan benutzen. Also ich benutze schon seit iPhone-Generationen iPhones aus dem Ausland in Japan und ich hatte noch nie irgendwelche Probleme. Deswegen bezweifle ich, dass das in der Praxis einen großen Unterschied macht, wenn überhaupt. Aber das will ich nur der Korrektheit, der Vollständigkeit halber dazu noch gesagt haben. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Video die 5 Minuten weit gesprengt hat. Aber das ist auch wunderbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Schreibt so, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob ihr das wusstet, was ihr davon haltet. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter. Wir haben einen Discord-Server. Unterstützt uns gerne über den Amazon-Affiliate-Link in der Beschreibung oder über die Kanalmitgliedschaft. Ansonsten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr es bis hierher durchgehalten habt im Video, dann Peace. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace.